In diesem Produktvideo stelle ich Ihnen den Mantona Pro Elements 40 vor. Das ist ein großer Rucksack. Muss ich ein bisschen zurückgehen, damit Sie ein bisschen was sehen können. Den werde ich natürlich jetzt hier in diesem Video vorstellen. Unter dem Video finden Sie einen Link. Da finden Sie auch dann die Produktseite. Und dort befindet sich dann noch so diese ganzen technischen Angaben, ne? Größe, was da reinpasst, wie viel und so weiter. Ich werde Ihnen einfach jetzt mal diesen Rucksack hier so live am Tisch vorführen, werde ihn praktisch sezieren und aufmachen, damit Sie mal reingucken können. Das ist also der Mantona Elements Pro 40 Autorucksack, der natürlich auch Indoor funktioniert. Und dieser Rucksack ist der größte aus der Elements Pro Reihe. Bei uns im Shop finden Sie noch die anderen Rucksäcke. Zum Vergleich können Sie einfach mal so jeden einzelnen dann eben einen extra Tab öffnen, um die technischen Spezifikationen auch ein bisschen zu vergleichen, ne, von dem Inhalt und so weiter, was da reinpasst. Der Rucksack verfügt also hier über einen Seitenzugriff. Und dieser Seitenzugriff ist natürlich auch gleichzeitig der Zugriff auf das Hauptfach. Auf der Rückseite fällt direkt auf, haben wir hier so eine Abdeckung, wenn wir die öffnen. Ist also nicht einfach nur so ein modisches Accessoire oder Gimmick, es hat auch einen Sinn. Dann bekommt man hier also den Zugriff noch einmal auf das komplette Hauptfach. Keine Angst, ich mache das gleich mal auf. Aber natürlich auch hier auf der Rückseite noch über ein Extrafach, das hier so mit einem Reißverschluss versehen ist. Da befindet sich ab Werk das Regencape drin. Das ist also hier ausgeliefert, können Sie natürlich an derselben Stelle auch lassen. Ansonsten machen Sie es halt eben einfach irgendwo hin in den Rucksack und können dann dieses Fach halt eben noch einmal nutzen, um da direkt zum Beispiel irgendwelche Kleidung reinzumachen. Zum Beispiel eine gleiche Regenjacke, damit, wenn es im Fall des Falles mal losgeht, man einfach den Wechsel machen kann, dass wir hier also das Regencape vom Rucksack rausnehmen. Ne? Sie nehmen Ihre Regenjacke raus und so weiter. Und dann können Sie halt eben hier auch einfach dann alles gegen Regen abdichten, inklusive sich selber natürlich auch. Und diese beiden Zipper, mit diesen Zippern kann man dann hier einfach das Hauptfach öffnen. Wir sehen also hier, die Inneneinteilung ist individuell gestaltbar, beziehungsweise ja, kann man halt eben individuell gestalten mit diesen Trennwänden, Trennpolster-Trennwände, die wir hier haben, mit Klettverschluss. Kann also alles optimal an das Equipment, was man halt eben auch mitnimmt, einfach angepasst werden. Und in dem Augenblick, indem ich den Rucksack halt eben jetzt so, beziehungsweise das Hauptfach so verschließe, dass die Zipper dann auch hier an der Seite sind, das ist also der normale Aggregatzustand, und ich die Abdeckung einfach hier rüber mache, habe ich einen direkten Zugriff auf das Hauptfach, beziehungsweise das Fach im Fach, nämlich dort, wo das Wichtigste eigentlich drin ist bei einem Fotorucksack. Das ist nämlich die Kamera. Die ist dann hier vorne drin mit dem Objektiv. Das heißt, ich mache einfach hier diesen kleinen Deckel auf, kann die Kamera rausnehmen, meine Fotos machen, Kamera wieder reinmachen und werde dieses Hauptfach dann einfach hier mit den beiden Zippern dann wieder verschließen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich dann hier so ein Netzfach, also ein Gitternetzfach. Ich nenne das immer so, kann man einfach reingucken von draußen, was da drin ist, gut belüftet mit einem Gummizug. Dort kann zum Beispiel jetzt die Trinkflasche einfach verstaut werden. Ein weiteres Fach dieser Art befindet sich also auf der Seite, wo wir den Zugriff haben, hier auf das Hauptfach und auf das Nebenfach. Und zwar auch hier jeweils so eine Tasche mit einem Gummizug, um auch hier weiteres Zubehör einfach unterzubringen. Auf der Oberseite befindet sich ein weiteres Fach. Wenn wir das einfach mal öffnen, dann haben wir hier so ein Oberfach, was oben drauf ist, auch hier natürlich dann wieder frei einteilbar für Zubehör, was man einfach da reinmachen möchte. Und wenn es einfach nur die Butterstulle ist, wo unterwegs ist, oder halt eben auch die persönlichen Sachen, die man hier oben einfach unterbringt, auch hier einfach mit dem Zipper wieder schließen. Alles ist bestens geschützt und ich muss also jetzt nicht hier an das Hauptfach ran. Dort würde ich zum Beispiel halt eben als Equipment auch noch irgendwie ein Belichtungsmesser reinmachen, also irgendetwas, wo ich auch direkt darauf zugreifen möchte, ohne jetzt großartig den Rucksack ganz öffnen zu müssen. Dieser Outdoor-Rucksack wird natürlich nicht einfach nur hier mit den Trageriemen, hier mit den Schultertrageriemen befestigt. Davon mal abgesehen, dass das ganze Tragesystem natürlich komplett individuell einstellbar ist. Also alles ist der Länge nach und der Größe nach einstellbar. Direkt halt eben dann praktisch für Ihren Körper passgenau, um das anzupassen. Wir haben hier also diese beiden Taschen, das ist praktisch der Bauchgurt, wird also hier um die Hüfte rumgeführt. Ist natürlich auch alles 1A gepolstert, wie man sieht, auch hier mit so einem luftdurchlässigen Material. Und auf den Vorderseiten, das ist also praktisch das, was Sie an der Hüfte dann rechts und links haben, finden sich dann hier auch nochmal so zwei kleine Taschen. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, auch bei den anderen Rucksäcken aus der Serie. Das sind für mich eigentlich so mit die wichtigsten Taschen am Rucksack. Da kann ich mein ganzes normales privates Zubehör reinmachen. Also hier landet in der Regel immer mein Schlüssel drin, mein Haustürschlüssel oder halt eben mein Smartphone. Und auf der anderen Seite dann noch einmal hier einfach zum Beispiel das Portemonnaie kann man da reinmachen. Dieselbe Tasche befindet sich, beziehungsweise die gleiche Tasche befindet sich hier auf der anderen Seite nochmal. Und da kann man also einiges unterbringen. Da kann man natürlich
natürlich auch, wenn Sie das möchten, einfach Zubehör unterbringen, wie zum Beispiel gerade eben der erwähnte Belichtungsmesser, also irgendetwas, was ich halt eben schnell griffbereit immer haben muss. Eine Besonderheit gegenüber den anderen Modellen aus der Elements Pro Serie ist die, dass dieser Rucksack hier hinten über so eine Aluminiumrohrverstärkung verfügt. Ich halte das mal hier so ein bisschen schräg in die Kamera, damit Sie das sehen können. Das hat zur Folge, dass der Rucksack sich also auf dem Rücken nicht verformen kann. Das Weitere ist, dass er einfach hier durch dieses Netz, was wir hier haben, so auf Spannung gehalten wird, dass die rückwärtige Front, die Sie hier haben, also gar nicht groß auf den Rücken drauf drückt, was bei langen Wanderungen natürlich auch immer dann den Effekt hat, dass man fängt immer an zu schwitzen. Das T-Shirt wird nass hinten, das ist sehr unangenehm. Sie haben hier praktisch durch diese Spannung und durch den in Spannung gehaltenen Rucksack immer die Möglichkeit hier einfach dann, ja, dass hier immer praktisch Luft zwischenkommt. Ich kann also meine Hand ganz durchschieben und dass dieses Material hat eben selber an sich auch, wenn es auf dem Körper aufliegt, das ist ja das Element, was auf dem Rücken aufliegt, und hier wird also auch dann die Körperwärme direkt abgeleitet durch den Zwischenraum, verflüchtigt sich, und das ist halt eben auch dann eine sehr angenehme Sache, sehr stabil, hoher Tragekomfort mit einer eingebauten Belüftung. Der Elements Pro 40 verfügt auch über diverse Befestigungsmöglichkeiten für zum Beispiel Wanderstöcke, die hier einfach an den Seiten untergebracht werden können. Natürlich jeweils für die rechte und für die linke Seite. Wenn der Rucksack so richtig vollgepackt ist und man sich jetzt vorstellt, dass der also auf dem Rücken aufliegt, dann hat man im Bereich des Steißbeins hinten natürlich die größte Belastung. Hiergegen hat der Mantona Elements Pro 40 noch einmal dieses zusätzlich eingebaute Polster, was also dann noch als Verstärkung dient, um hier dann den Druck auf das Steißbein dann auch etwas zu mildern. Wie gesagt, das ist halt eben nur für den Fall interessant, wenn Sie also wirklich richtig schweres Equipment da reingepackt haben und längere Zeit unterwegs sind. Der Druckpunkt, das geht ja immer nach unten, das kennen wir ja mit der Schwerkraft auch. Und das Gegenteil davon natürlich, auch wenn der Rucksack also wirklich leicht gepackt wird oder einfach normal benutzt wird mit ganz normalem Equipment, oder man den Rucksack auch vielleicht am Urlaub einfach mit an den Strand nehmen möchte und da vielleicht nur ein paar Badesachen reinmacht, dann braucht man ja zum Beispiel jetzt hier diese Unterstützung nicht, die ja eigentlich bei hohem Gewicht dann auch wiederum sehr gut ist. Aber keine Sorge, die kann natürlich auch ganz einfach rausgemacht werden. Der Hüftgurt, den wir hier haben, der ist also einfach hier befestigt mit diesen Klettverschlüssen. Und wenn die gelöst werden, dann muss man noch einmal kurz dahinter fassen. Auf die Rückseite ist ein Klettverschluss, der das Ganze fixiert. Und dann kann man hier einfach jetzt diesen Hüftgurt rausnehmen. Ein kleines Gimmick am Rande ist natürlich auch noch, dass dieser Hüftgurt an sich dann auch wiederum einfach nur so genutzt werden kann, wenn man das dann möchte, um zum Beispiel auch am Urlaubsort einfach, wenn man ein bisschen spazieren geht, mit einer kleinen Kamera oder auch ohne, hier einfach sein ganzes Kleinzeug unterbringen kann. Upsala, natürlich richtig rum, so fällt es ja raus, um halt eben auch Smartphone, ne? Haustürschlüssel, Hotelschlüssel oder Karte und dergleichen halt eben auch einfach dann immer mit dabei zu haben. Das war also die kurze Vorstellung über den Elements Pro 40 von Mantona. Was ich noch hinzufügen kann, ist, dass dieser Rucksack, also der ist wirklich kinderleicht, da ist natürlich jetzt auch nichts drin, aber er ist also wirklich sehr stabil gebaut. Was mir gut gefällt, sind die Verstärkungen, die wir hier haben, dass man also das Rückenteil nicht direkt am Rücken ankletschen hat, wenn es warm wird, und die diversen Befestigungsmöglichkeiten hier mit irgendwelchen Zügen und Clips, um hier zum Beispiel noch Einbeinstativ runterbringen zu können, was dann hier einfach in die Seitentasche reingesteckt wird, oder aber auch ganz normal die, wie sagt man so schon im Volksmund, die Dönerspieße, ne? Also diese Wanderstöcke. Und das war jetzt keine Beleidigung, wie gesagt. Und auf der Rückseite habe ich hier also noch ein Fach gefunden, muss ich dazu sagen, mir gar nicht bewusst, dass es das überhaupt gibt. Und zwar haben wir hier auf der Rückseite noch so eine ganz schmale, so eine Einfassung, da ist ein kleiner Reißverschluss. Und ich nehme mal an, dass es halt ein geheimes Fach ist für irgendwelche Bargeldreserven oder für die Papiere und so weiter. Was natürlich jetzt hiermit kein Geheimfach mehr ist, ne? Muss halt jetzt mit leben. Wie auch immer. Ein sehr schöner Rucksack, sehr stabil verarbeitet. Und wenn Sie noch an den weiteren Elements Pro 30 und wie die alle heißen interessiert sind, einfach bei uns im Shop mal nach Elements Pro eingeben, Mantona. Da finden Sie auch dann die anderen Modelle. Viel Spaß beim Stöbern.